الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Alle Lob gebührt Allah, meinen lieben Geschwistern im Islam, und der Frieden und Segen sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitte Brüder, kommt näher. Ich will keinen irgendwo in der Ecke sehen. Ich will alle zusammen sehen, weil das gehört zur Brüderlichkeit. Ja? Die Brüderlichkeit fängt hier bei diesen Kleinigkeiten an, dass man zusammensitzt. Ja, auch wenn wir, alhamdulillah, noch wenige sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Gemeinschaft stärken und vermehren und größer machen. Aber trotzdem, bei diesen Kleinigkeiten fängt das schon an, dass man miteinander sitzt, dass man enger miteinander sitzt, ja, damit die Brüderlichkeit auch entsteht. Meine lieben Geschwister im Islam, wir sind am Ende angelangt, ja, am Ende dieser Dua, dieses Bittgebets, diesen Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein gewaltiger Hadith, ein gewaltiges Bittgebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt am Ende, La ilaha illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keinen, der mit Recht angebetet wird, außer du. Und es gibt keine Bewegung und keine Kraft, außer bei Allah. Meine lieben Geschwister im Islam, dieser Spruch, La hawla wa la quwwata illa billah, ist ein Spruch und ein Bittgebet, was den Islam und die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht. Wenn wir schauen, was dieses Wort überhaupt wirklich bedeutet, dann erkennen wir, dass dieses Wort die Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht. Und dass dieses Wort eine Grundlage bietet, dafür den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Bewegung außer bei Allah. Es gibt keine Kraft außer bei Allah. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir werden niemals eine Sache tun können, außer Allah hat es bestimmt. Wir werden niemals eine Sache unterlassen können, außer Allah hat uns die Kraft dazu gegeben. Deswegen möge Allah uns die Kraft geben. Du kannst keine Sache anfangen, keine Sache unterlassen, außer Allah hat es bestimmt. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, die Muslime allesamt haben sich darauf geeinigt, dass dieses Wort, La hawla wa la quwwata illa billah, ein Fundament von den Fundamenten des Schicksals bedeutet. Das heißt, dieses Wort ist ein Fundament von den Fundamenten des Schicksals. Es bedeutet das Schicksal. Es bedeutet das Schicksal, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat. Und dass wir keine Sache machen können, außer Allah hat es bestimmt. Außer Allah hat es bestimmt. Oft ärgern wir uns über die Schwester, die wir nicht heiraten konnten, über den Bruder, den wir nicht heiraten konnten, über das Geld, was wir nicht verdient haben, über den Job, den wir verloren haben, über das Studium, was wir vielleicht nicht erreicht haben, über viele Dinge, die wir vielleicht hier und da nicht erreicht haben. Aber wenn wir dieses Wort, dieses Bittgebet wirklich verstanden haben, dann werden wir anders denken. Denn es heißt, es gibt keine Bewegung und keine Kraft außer bei Allah. Das Studium kannst du nur vollziehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat. Heiraten mit der Schwester kannst du nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat. Den Job bekommst du nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es so bestimmt hat. Und wenn du diese Sachen nicht bekommen hast, dann war es nicht so, weil die Bewerbung schlecht war oder weil das oder dies passiert ist. Nein! Weil es Allah subhanahu wa ta'ala nicht für dich gewollt hat. Und wenn wir dieses Wort, dieses Bittgebet verstanden haben, dann werden wir nicht mehr traurig sein, meine lieben Geschwister im Islam. Vor allen Dingen in dieser Zeit und in diesen Ereignissen, die wir sehen mit unseren eigenen Augen, um unsere Herzen trauern und bluten für unsere Geschwister in den Ländern, wo es ihnen schlecht geht. Wenn wir dieses Wort verstehen würden, dann würden wir anders denken und würden uns anders verhalten, würden sagen, Alhamdulillah, alle Lob gebührt Allah für das, was er bestimmt hat. Denn wie Ibn al-Qayyim rahimahullah auch gesagt hat, er sagte, die Dinge sind drei. Die Dinge im Islam, im Leben eines Muslims, eines gläubigen Muslims sind drei. Fi'l und Ma'mur, die Pflicht vollziehen. Wa tarku al-Mahdhur, und die Sünde unterlassen. Wa sabru ala al-Maqdur, und die Geduld
für das, was bestimmt wurde. Für das, was bestimmt wurde. Weil, was haben wir anderes zu tun, als geduldig zu sein? Allah subhanahu wa ta'ala hat es so bestimmt. Deswegen bleibt uns nichts übrig, außer dass wir sagen, wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir zurück. Und wir haben Geduld. Eine andere Wahl haben wir nicht. Viele Brüder beschweren sich. Bruder, ich habe hier Probleme und da Probleme und ich habe dies und jenes und. Was ist die Lösung? Was können wir tun? Was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Es fängt hier an, im Herzen. Weil dieses Wort ist ein Wort, was viele Menschen heutzutage, viele Muslime sprechen, wenn sie sauer sind. Es ist eine Gewohnheit geworden, dieses Wort so zu sprechen. Aber viele von uns haben vergessen, was dieses Wort bedeutet. Und dass dieses Wort nicht hier in der Zunge anfängt, sondern dass dieses Wort hier im Herzen anfängt. Das Herz, hier fängt das Problem an. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Körper gibt es ein Fleischstück. Kleines Fleischstück, das Herz, wie groß ist das Herz? Die Wissenschaftler heute sagen, das Herz ist so groß wie die Faust von einem Menschen. Das Herz, so ein kleines Fleischstück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dieses Herz, wenn es gut wird, werden alle Dinge gut. Wird der Körper gut und gesund. Und wenn dieses Herz schlecht wird, dann wird der Körper schlecht. Welches ist es? Es ist das Herz. Was will der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns damit sagen? Er will uns damit sagen, dass dieses Wort, la hawla wa la quwwata illa billah, es gibt keine Bewegung, keine Kraft außer bei Allah, dass dieses Wort hier anfängt. Und er will uns damit sagen, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn dieses Wort hier im Herzen richtig sitzt, dann auch die Taten richtig werden. Wir werden dann auch geduldiger sein, vernünftiger sein, die Religion endlich mal praktizieren und nicht sagen, ja morgen mache ich und übermorgen oder nächste Woche. Dann werden wir endlich unser Leben ändern. Weil viele Brüder fragen sich auch, warum ist mein Leben immer noch so, wie es ist? Warum kann ich nicht mehr machen, als ich mache? Warum kann ich nicht beten jeden Tag, fünfmal am Tag? Warum kann ich nicht die Umrah vollziehen, die Hajj vollziehen, obwohl ich das Geld da habe? Die Antwort ist, meine lieben Geschwister im Islam, das Herz. Weil das Herz noch nicht bereit ist. Wer ein Löwe sein will, der muss das Herz von einem Löwen haben. Wer ein gläubiger Muslim sein will, der muss das Herz von einem gläubigen Muslim haben. Deswegen, äußerlich, vom Äußeren her, können wir alle schön aussehen. Jeder von uns kann morgen ein Bart tragen, jede Schwester kann morgen sich bedecken, vom Äußerlichen her. Jeder von uns kann hier und da arabische Wörter, islamische Sprüche auswendig lernen. Das kann jeder. Aber nicht jeder kann das Herz von einem gläubigen Muslim besitzen. Das kann nicht jeder. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, öfters im Koran hat er das Herz angesprochen. So wie er subhanahu wa ta'ala gesagt hat, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Am jüngsten Tag wird kein Geld helfen, keine Kinder helfen, kein Anwalt helfen, keine Versicherung helfen, keine Familie helfen. Dein Vater wird dir am jüngsten Tag nicht helfen können. Deine Mutter wird dir am jüngsten Tag nicht helfen können. Deine Kinder nicht, dein Geld nicht, deine Arbeit nicht, nichts. Außer dein Herz. Illa man atta Allah bi qalbin salim. Außer derjenige, der mit einem freien Herzen kommt zu Allah. Außer derjenige, der mit einem Herzen zu Allah kommt, was voll ist mit diesem Thema. Ein Herz, was dieses Wort verinnerlicht hat. La hawla wa la quwwata illa billah. Heutzutage die Muslime, ja, verlassen ihre Länder, werden bombardiert, getötet, alles. Warum? Weil sie sündigen und immer weiter sündigen. Und weil diese Wörter und dieses Thema keine Bedeutung mehr hat in unseren Herzen. Das ist das Problem. Wie viele Muslime gibt es, die beten? Es gibt viele Muslime, die beten. Es gibt viele Muslime, die machen Hajj. Wenn ihr zum Beispiel
Aber warum immer noch dieses Leid? Und es wird immer schlimmer. Jetzt in Kanada auf einmal ein Land, was Vorzeigebeispiel ist in Sachen Toleranz und in Sachen Religionsfreiheit. Nicht wie bei uns hier. Aber trotzdem ein Land, wo so viele Freiheiten sind, wo die Muslime so gut leben können und ihre Religion so gut ausleben können, kommt einer und geht in die Moschee einfach rein und tötet dort Muslime. Warum diese ganzen Sachen? Warum wird es immer enger und immer schwieriger für uns? Weil wir nicht mehr die Dinge mit dem Herzen praktizieren. Wir praktizieren, ja, wir beten, wir fasten. Zum Eid sind die Moscheen voll. Und alle beten, Allahu Akbar, mit dem Imam zusammen. Und danach isst man Kekse und danach trinkt man zusammen und danach lacht man zusammen. Aber alles mit leerem Herzen. Alles mit leerem Herzen. Diejenigen, die damals oder heute noch zu ISIS gegangen sind, warum sind sie dort hingegangen? Obwohl sie gegangen sind, um zu kämpfen für den Islam und so weiter. Ich sag euch, weil die Herzen leer gewesen sind. Weil die Herzen leer sind. Es wird praktiziert, es wird gemacht. Große Taten, Dschihad, so eine große Tat. Hajj, so eine große Tat. Große Taten, Berge von Taten. Aber wo liegt das Problem? Hier liegt das Problem. Hier liegt das Problem. Deswegen, meine lieben Schwestern im Islam, hier müssen wir anfangen. Wenn wir nicht als Umma, als muslimische Gemeinschaft, endlich begreifen, dass die Dinge hier im Herzen anfangen, dann werden wir niemals siegreich sein können. Und die Probleme werden immer noch mehr. Natürlich, wir nehmen niemals die Opferrolle. Wir dürfen niemals die Opferrolle annehmen. Niemals. Die Muslime, ihr und ich und wir alle als Muslime, wir dürfen niemals die Opferrolle übernehmen. Nein, wir müssen immer optimistisch sein. Immer sagen, weiter geht's, kein Problem. Aber wir müssen auch an unsere Fehler denken und unsere Fehler korrigieren und uns entwickeln und die Fehler beseitigen und korrigieren. Und der größte Fehler, wie ich gesagt habe, meine lieben Geschwister im Islam, ist hier im Herzen. Hier in diesem Herzen, in diesem Fleischklumpen, was wir jetzt so nicht sehen können und was wir vernachlässigen. Den Geschmack, der Islam hat doch einen Geschmack, oder nicht? Das Gebet hat einen Geschmack. Das Rezitieren des Koran hat einen Geschmack. Das Gebet in der Gemeinschaft hat einen Geschmack. Warum können wir diesen Geschmack nicht schmecken? Ich und ihr, wir alle. Ich rede nicht über euch, ich rede über mich an erster Stelle. Warum haben wir diesen Geschmack nicht mehr? Weil das Herz nicht mehr mitspielt. Genauso in der Jahiliyyah, außerhalb dem Islam. Es gibt Lieder, wenn man sie hört, ja, ist man in einer anderen Welt. Warum? Weil das Herz mitspielt. Es gibt Frauen, mit denen man verkehrt, ja, und ist total weg vom Fenster. Warum? Weil das Herz mitspielt. Es gibt die eine oder andere Party, wo man vielleicht gewesen ist und man war voll dabei. Man kann sich heute noch daran erinnern. Warum? Weil das Herz mitgespielt hat. Genauso im Islam. Wenn das Herz nicht mitspielt, dann kriegt man keinen Geschmack. Dann wird man nichts schmecken. Dann wird alles, das ist genau wie ein Essen, wenn du krank bist und du nicht schmeckst. Man kann dir alles dahinlegen. Ja, alles. Das, was du magst, was du nicht magst. Warum? Weil es gleich für dich. Du kaust es, schluckst es und das war's. Genauso ist es mit dem Islam. Wenn man keinen Geschmack hat für den Islam und den Geschmack, der fängt hier an, der Geschmack im Herzen, dann wird alles gleichgültig sein. Dann wird man auch nicht wirklich Lust haben zu beten. Lust haben, Koran zu lesen, Lust haben, den Islam zu praktizieren. Warum? Weil man hat keinen Geschmack, ist egal. Ist Jacke wie Hose. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, ein Appell an mich und an euch, dass wir diese Sprüche, diese Bittgebete hier im Herzen verinnerlichen und anwenden. Und auch im Äußerlichen, auch in Form von Taten auch praktizieren. Deswegen möge Allah uns Erfolg geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Meine lieben Schwestern, wir leben in schwierigen Zeiten. Und wenn wir nicht
anfangen, uns zu ändern, dann wird es große Probleme geben. Es wird sowieso Probleme geben. Wie wir gesagt haben, es gibt keine Kraft und keine Macht außer bei Allah. Das, was Allah vorgeschrieben hat, Alhamdulillah, soll passieren, kein Problem. Aber die Frage ist, können wir diese Probleme meistern? Die Probleme werden kommen. Die Frage ist, können wir diesen Problemen standhalten und sie meistern? Wenn wir saubere, starke Herzen haben, auf jeden Fall, mit der Erlaubnis Allahs und der Kraft Allahs. Ansonsten nicht. Deswegen möge Allah uns vergeben und uns Erfolg geben. Hada Allahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa aqim as-salah.